Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Riesenjubel bei deutschen Fußballfans. Die Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Oliver Neuville für das DFB-Team den entscheidenden Treffer, das 1:0 gegen Paraguay. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Tarifkonflikt des Baugewerbes hat die Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt die Weichen auf Streik gestellt. Bei der Urabstimmung sprachen sich 98% der Teilnehmer für einen Arbeitskampf aus. Die Gewerkschaft will damit am Montag in Norddeutschland beginnen. Sie fordert 4,5% mehr Lohn und höhere Mindestlöhne in Ostdeutschland. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 3% in diesem und 2,1% im kommenden Jahr angeboten. Aussperrungen als Antwort auf den Streik schlossen sie nicht aus. So könnte es auf dieser Hamburger Baustelle am Montag aussehen. Menschenleer, nichts bewegt sich mehr. Der Streik ist seit heute beschlossene Sache. Als erstes werden Firmen in norddeutschen Großstädten betroffen sein. Dort gab es auch mit über 99% die höchste Zustimmung für den Arbeitskampf. Zwar haben sich nur ein Drittel der Mitglieder an der Urabstimmung beteiligt, für die Gewerkschaft dennoch ein gutes Ergebnis, mit dem sie auch gerechnet hat. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Stimmung auf den Baustellen bei den Kollegen auch wirklich auf Strom geschaltet ist. Die Gewerkschaft fordert für die 950.000 Beschäftigten der Baubranche 4,5% mehr Lohn. Welten trennen die Tarifpartner allerdings bei der geforderten Erhöhung der Mindestlöhne. Die Arbeitgeber schlagen jetzt vor, den Mindestlohn zu staffeln, in einen niedrigen für Hilfskräfte und in einen höheren für Facharbeiter. Dies ist eine Chance, um die enormen Differenzen zwischen Ost-West in Zukunft in den Griff zu kriegen. Der Streitpunkt besteht im Moment, so wir das sehen, nur in der Anhebung des unteren Mindestlohnes im Osten. Die Gewerkschaft plant, den Streik etappenweise auszudehnen, vor allem auf Betriebe, die unter Termindruck stehen. In einer ersten Erklärung haben die Arbeitgeber die IG Bau aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und auch die Gewerkschaft hält es für möglich, die Verhandlungen in der kommenden Woche fortzusetzen. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels macht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks weiter Druck. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg legten zahlreiche Beschäftigte einer Drogeriekette zeitweise ihre Arbeit nieder. Insgesamt waren nach Angaben der Gewerkschaft etwa 100 Filialen betroffen. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel 6,5% mehr Geld. Die Arbeitgeber haben bislang 1,7% angeboten. Bundeskanzler Schröder hat beim Kongress der IG Metall in Leipzig um Unterstützung geworben. Die Bundestagswahl im Herbst sei eine Richtungsentscheidung. Es gelte, einen massiven Angriff von Union und FDP auf den Sozialstaat abzuwehren. Im Streit um den Flächentarifvertrag stehe er auf Seiten der Gewerkschaften, versicherte Schröder. Die Debatte ziele darauf ab, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer zu zerstören. Die IG Metall sucht den Weg in die Zukunft. 3 Tage diskutierte die Gewerkschaft in Leipzig Konzepte, um Mitgliederverlust, schwindendem Einfluss und Überalterung entgegenzusteuern. Auf dem Weg zur Bundestagswahl sucht Gerhard Schröder den Schulterschluss mit den Metallern und stößt auf Kritik. Der Nachwuchs wird deutlich. Er verlangt von Gerhard Schröder eine Beschäftigungspolitik, die den Namen auch verdiene. Die Jungen fordern mehr Geld für Bildung und Ausbildung. Max, wie die Fußballnationalmannschaft, schieß mal wieder ein Tor für uns, denn ansonsten wirst du ausgewechselt. Schröder wehrt ab und verteidigt seine Politik der vergangenen 4 Jahre. Er sichert den Gewerkschaftern seine Unterstützung im Kampf um den Flächentarifvertrag zu. Der Kanzler erinnert sie daran, dass Union und FDP eine andere Linie fahren. Wahlkampftaktik. So viele Bündnispartner habt ihr nicht, als dass ihr auf einen auch nur verzichten könntet. Damit das klar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich auch nicht. Ja. Doch Taktik allein überzeugt die Gewerkschafter nicht. Sie fragen nach Schröders Konzept gegen knapp 4 Millionen Arbeitslose. Ich würde eigentlich erwarten, dass er Politik vielleicht als Gestaltungsagentur versteht. Also dass er wirklich mit einer Vision, die Menschen auch erreicht, ins neue Jahrhundert geht. Wohin die IG Metall geht, steht noch nicht fest. Sicher scheint nur, die Gewerkschafter suchen die direkte Auseinandersetzung.
Zum innerdeutschen Vergleich beim Schulleistungstest PISA sind Einzelheiten bekannt geworden. Nach Tagesschau-Informationen schnitten die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg am besten ab. Im unteren Bereich sollen Sachsen-Anhalt und Bremen rangieren. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Schipanski wollte entsprechende Medienberichte nicht kommentieren. Das KMK-Büro erklärte, die Meldungen stellten einen Versuch dar, eine Rangfolge unter den Bundesländern zu erfinden. Die Ergebnisse sollen Ende Juni offiziell vorgestellt werden. Eigentlich wollte die Bundesbildungsministerin heute in Berlin nur die lange Nacht der Wissenschaften eröffnen. Doch dann sah sie sich mit den ersten bekannt gewordenen Ergebnissen des PISA-Ländervergleichs konfrontiert. Wir müssen erreichen, dass Deutschland in 10 Jahren unter den ersten 5 Nationen weltweit wieder ist. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und dazu brauchen wir wirklich eine nationale Anstrengung. Dazu brauchen wir nicht das Zeigen mit dem Finger auf andere und dazu brauchen wir jetzt auch keine Wahlkampfauseinandersetzung um Bildung. Ganz andere Töne kamen heute aus den unionsregierten Ländern Bayern und Baden-Württemberg, die im Ländervergleich offensichtlich ganz vorne liegen. Hier sieht man das als Bestätigung einer besseren Bildungspolitik. Ich war immer überzeugt davon, dass wir gut abschneiden werden, denn wir haben gute Lehrer und wir haben auch leistungsbereite Schülerinnen und Schüler. Und seit Jahren machen wir auch eine gute Bildungspolitik, die vorne ist. Mehr Geld für Bildung und Erziehung forderten heute Eltern und Erzieher in Berlin. Und zwar bundesweit und unabhängig vom Abschneiden beim PISA-Vergleich. Es muss eindeutig mehr Geld in die frühkindliche Bildung und Erziehung gesteckt werden. Auch die unionsregierten Länder haben da gerade einen immensen Nachholbedarf. Dennoch, sollten die jetzt bekannt gewordenen Ergebnisse des PISA-Ländervergleichs offiziell bestätigt werden, ist parteipolitisches Gezänk wohl vorprogrammiert, schließlich ist Wahlkampf. Dabei ist Regierung wie Opposition doch eigentlich klar, will man das deutsche Bildungssystem voranbringen, braucht man mehr Geld und einheitliche Standards. Bei der Parlamentswahl in Tschechien zeichnet sich ein Sieg der regierenden Sozialdemokraten ab. Die Partei von Spitzenkandidat Spiedler liegt Hochrechnungen zufolge deutlich vor der konservativen Demokratischen Bürgerpartei von Parlamentspräsident Klaus. Der gestand die Niederlage am Abend ein. Die neue Regierung soll das Land 2004 in die Europäische Union führen. Im Januar soll das Parlament den Nachfolger von Präsident Havel wählen. Nach den ersten Hochrechnungen blieb das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen regierenden Sozialdemokraten und den Bürgerlichen von Václav Klaus aus. Sein Wahlergebnis ist eindeutig. Überraschung beim vermutlich neuen Regierungschef. Der 51-jährige Historiker Wladimir Spiedler, der die Sozialdemokratische Partei erst seit einem Jahr führt. Sein Programm ist eher traditionell sozialdemokratisch. Für die dringenden Reformen, zum Beispiel des Renten- und Gesundheitssystems, ist allerdings eine stabile Mehrheit nötig. Die Grundaussage aus dem Wahlkampf gilt immer noch. Wir werden dem Bündnis aus Christdemokraten und der Liberalen Freiheitsunion als erstes Koalitionsgespräche anbieten. Beim jetzigen Stand der Hochrechnungen könnte diese kleine Regierungskoalition schwierig werden, denn das konservativ-liberale Zweierbündnis hat Stimmen verloren. Die Wähler haben ihnen die eher moderaten Töne beim Thema Benesch-Dekrete übel genommen. Programmatisch legen sie ebenfalls großes Gewicht auf den Ausbau des Sozialsystems und sie sind pro-europäisch, insofern der ideale Koalitionspartner. Anders als die Bürgerlichen von Václav Klaus. Eine große Koalition wird wohl die letzte Möglichkeit sein. 4 Jahre duldete seine Partei die Minderheitsregierung. Die wenigen Gemeinsamkeiten haben sich verbraucht. Ministerpräsident wollte Klaus werden, das schlechte Abschneiden der Bürgerlichen. Es könnte die Laufbahn des Altmeisters der tschechischen Politik beenden. Alle wissen, alle demokratischen Parteien haben in dieser Wahl verloren. Die einzigen Gewinner sind die Kommunisten. Sein Wahlkampf der nationalistischen Töne hatte einen Effekt, der hohe Zuwachs der Kommunisten. Sie sind offensichtlich die einzigen, die davon profitierten. Die Ängste vor möglichen Einschränkungen der Souveränität durch den EU-Beitritt taten ihr Übriges. Die katholischen Bischöfe in den USA haben als Konsequenz aus dem Skandal um Kindesmissbrauch durch Priester einen Verhaltenskodex festgelegt. Geistliche, die sich schuldig gemacht haben, werden nicht unbedingt vom Priesteramt ausgeschlossen, wohl aber von der Gemeindearbeit. Sie dürfen keine Messen lesen und keinen Kontakt mehr mit Kindern haben. Sanktionen gegen Bischöfe wegen Vertuschung sind nicht vorgesehen. Opferverbände nannten die Beschlüsse unzureichend. Einen Tag nach dem Bombenanschlag vor der US-Botschaft in der pakistanischen Hafenstadt Karachi hat sich die amerikanische Bundespolizei FBI in die Ermittlungen eingeschaltet. Es verdichten sich inzwischen Hinweise, dass die Bombe in einem Fahrschulwagen ferngezündet wurde. Zunächst waren die Ermittler von einem Selbstmordattentat ausgegangen. Nach neuesten Angaben wurden bei dem Anschlag 11 Menschen getötet und 51 verletzt.
Im Skandal um nitrophenverseuchte Futtermittel hat die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern Versäumnisse der Behörden eingeräumt. Davon, dass in Malchin zu DDR-Zeiten Pflanzenschutzmittel gelagert waren, hätten viele gewusst, sagte Landesarbeitsminister Holter. Die Nutzung sei nicht ausreichend kontrolliert worden. Es laufe eine Sonderermittlung. Niedersachsen schreibt unterdessen einen Warnhinweis für gering mit Nitrophen belastete Fleisch- und Wurstwaren vor. Mehrere tausend Menschen haben in Hannover für ein solidarisches Gesundheitssystem demonstriert. Zu der Kundgebung gegen eine Zweiklassenmedizin hatten die Gewerkschaften Verdi und IG Metall aufgerufen. Der Protest richtet sich gegen Pläne von Union und FDP, bei der gesetzlichen Krankenversicherung künftig zwischen Grund- und Wahlleistungen zu unterscheiden. Der Verdi-Vorsitzende Bsirske betonte, wer das Solidarprinzip aushebeln wolle, verdiene die rote Karte. Der Bundesrechnungshof hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus der Regierung schwere Versäumnisse bei der Kontrolle der Deutschen Telekom vorgeworfen. In einem geheimen Papier kritisierten die Rechnungsprüfer, dass sich der niedrige Aktienkurs und offene Fragen bei der Immobilienbewertung zu einem unkalkulierten Haushaltsrisiko entwickelt hätten. Das Finanzministerium sei der Verpflichtung zur Prüfung der Lage des Unternehmens nur unzureichend nachgekommen. Nach mehr als 40 Jahren Unterbrechung ist der Berliner S-Bahn-Ring wieder komplett. Das letzte fehlende Stück zwischen den Stationen Westhafen und Gesundbrunnen wurde heute mit einem Festakt feierlich eröffnet. Der S-Bahn-Ring war durch den Mauerbau 1961 unterbrochen worden. Die knapp 3 Kilometer lange Strecke wurde in den vergangenen Jahren für knapp 54 Millionen Euro wiederhergestellt. Nun zur Fußball-Weltmeisterschaft mit Gerhard Delling. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, meine Damen und Herren, steht im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft. Das ist die wichtigste Erkenntnis nach dem 1:0-Erfolg über Paraguay. Dabei hatte das Team von Rudi Völler einige Mühe und Not, vor allen Dingen auch im Spiel ohne Ball. Zeitnehmer wollen nun ausgestoppt haben, dass die Zeit, in der der Ball gar nicht im Spiel war, die längste war. In nur 42 Minuten von offiziell 90 wurde also tatsächlich Fußball gespielt. Und in nur ganz wenigen Minuten davon gab es sehenswerte Kombinationen. Die schönste des Tages führte zum knappen, aber verdienten Erfolg für Deutschland. Der Kleinste war heute eindeutig der Größte und alle hatten ihn unglaublich lieb. Oliver Neville schoss Deutschland ins Viertelfinale nach einem ganz harten Stück Arbeit. Zweite Halbzeit habe ich sehr gut gespielt und auch verdient gewonnen, aber ich glaube, seit in 4 Spielen haben wir nur ein Tor kassiert und nach vorne konnten wir immer ein Tor machen. Bis es aber soweit war, mussten alle Beteiligten viel und vor allem sehr lange leiden. Kaum Torszenen in den ersten 45 Minuten. Dieser Versuch von Klose fiel da schon unter dem Begriff Chance. Paraguay hatte auch nicht sehr viel mehr zu bieten. Immerhin, den total defensiv orientierten Südamerikanern bot sich noch die beste Gelegenheit. Ayala schien davon jedoch überrascht worden zu sein. Deutschland in der ersten Halbzeit sehr passiv, ohne jede Ordnung, aber einmal mehr mit einem überragenden Kapitän Kahn, der auch an seinem 33. Geburtstag glänzend parierte, seine Mannschaft das 0:0 rettete. Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Fußball gespielt, haben nur die Bälle hoch hin und her geschlagen und haben uns dann in der Halbzeit vorgenommen, Fußball zu spielen. Angefangen zu kombinieren, hier hinten raus zu spielen über mehrere Stationen und haben dann auch mehr Wille gehabt, mehr Kondition. Diese 10% mehr haben uns dann im Endeffekt gereicht. Nach dem Wechsel wurde es in der Tat etwas besser, weil konzentrierter, direkter, schneller, mutiger agiert wurde. Schneider zeichnete sich dabei häufiger aus. Der Teamchef hatte zudem umgestellt, aus der Viererabwehrkette wieder eine Dreierformation gemacht. Die Entscheidung dann kurz vor dem Ende, als Neville das Tor des Tages erzielte. Der Leverkusener war für Janka in die Mannschaft gekommen, eine Maßnahme, die sich ebenfalls bezahlt machte. Deutschland damit unter den 8 besten Teams der Welt. Alle Ziele wurden erreicht. Jetzt heißt es durchatmen, locker abfeiern. Und sicherlich werden wir im Spielerkreis ein bisschen heute mal vorsichtig einen drauf machen. Dass sich die Spielerfrauen geschlossen auf den Weg ins Hotel machten, muss als klares Indiz dafür gewertet werden. Ganz offensichtlich hat dieses Spiel noch ein Nachspiel, auch für den Trainer von Paraguay, dem Italiener Maldini. Der gab nämlich unmittelbar nach der Begegnung bekannt, dass damit sein Engagement für Paraguay beendet ist. Er geht wieder zurück als Beobachter zum AC Mailand. Ein verdienter Erfolg für die deutsche Fußballnationalmannschaft, Günter Netzer. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum hatte Rudi Völlers Team so lange so große Schwierigkeiten mit Paraguay? Wir haben uns in der ersten Halbzeit für ein Viererabwehrsystem entschieden. Das hat Völler getan.
eigentlich gegen seinen persönlichen Willen, gegen bessere Überzeugung, hat der Mannschaft versucht, damit Sicherheit zu geben. Das war eine Aufstellung, die uns nicht gerecht wurde. Er hat dieses in der Halbzeit geändert. Dadurch ist ein wenig mehr Bewegung in unser Spiel gekommen. Aber aus diesen Beiträgen ging es hervor, wir haben einfach zu wenig kombiniert. Wir haben das Aufbauspiel vernachlässigt. Und das war der große Fehler der ersten Halbzeit. Das Mittelfeld war damit sozusagen wieder die entscheidende Komponente, wie auch schon in den Spielen zuvor, muss man sagen. Da haben wir nicht den Superstar, wie die Engländer zum Beispiel Beckham. Aber da scheint immer wieder einer reinzuwachsen. Eine Zeit lang war das Hamann, heute war es Schneider. Können wir uns darauf verlassen in Zukunft? Nein, wir können uns nicht darauf verlassen. Es gibt weiterhin Warten auf Ballack. Auf Ballack in einer Form der Vereinsspiele, auf Ballack in einer Form der letzten Länderspiele. Das scheinen wir hier nicht zu kriegen. Deswegen ist das auf mehrere Schultern verteilt. Und Schneider hat heute diese Position exzellent ausgeübt. Gehandelt hat Rudi Völler in der Halbzeit mit der Systemumstellung. Gehandelt hat er vorher, indem er zum Beispiel Oliver Neville in die Partie genommen hat. War das nur ein glückliches Händchen oder Kalkül? Oliver Neville stand vor der Tür zu spielen und heute hat sich das bewährt, einzig und allein aus dem Grunde, weil man in ihm einen Spieler hatte, der beweglich ist, der für Flexibilität gesorgt hat. Und wenn man dann mit einem Tor belohnt wird am Ende des Spiels, dann ist diese Einwechslung natürlich goldrichtig gewesen. Glückliches Händchen und richtige Strategie durch Rüdi Völler, mit dem man sprach Waldemar Hartmann. Heute haben wir es wirklich verdient. Es gab sicherlich Spiele, wie jetzt zum Beispiel das 1-1 gegen Irland. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, auch wenn wir in der letzten Minute das Tor reinbekommen haben. Aber ich glaube, wir waren sicher die bessere Mannschaft heute. Und es wäre ja auch das Bittere gewesen, wenn man gegen so eine Mannschaft wie Paraguay ausgeschieden wäre. Wenn man in der Vorrunde mit Mannschaften Irland und Kamerun, die sicherlich etwas mehr drauf haben als diese Mannschaft heute, gegen die hat man einigermaßen gut ausgesehen und würde dann gegen Paraguay rausfliegen, das wäre schon bitter gewesen. Ich erzähle nichts Neues, dass zu Hause jetzt natürlich neue Umfragen gemacht werden, wird Deutschland Weltmeister und ich fürchte, wir sind langsam über 50%, die das sicher sind. Was sagen Sie denn jetzt in der Realität und dem Wissen, was die Mannschaft drauf hat? Nein, wir sehen das völlig realistisch. Klar, im ersten Moment ist die Freude natürlich riesengroß, wenn du kurz vor Schluss ein Tor machst und bist dann im Viertelfinale. Aber wir können da gut mit umgehen, wie auch bei den letzten Siegen, die wir eingefahren haben. Wir können da sehr, sehr gut umgehen. Wir wissen, dass wir sicherlich nicht die Mannschaft ist oder die Mannschaft sind, die hier einfach mal kurz nach Japan oder nach Korea fliegt und jede Mannschaft hier an die Wand spielt. Das können wir nicht. Wir haben gewisse Qualitäten, die wollen wir hin und wieder in die Waagschale werfen. In der zweiten Halbzeit hat es geklappt. Da haben wir sicherlich die eine oder andere Chance, jetzt auch ins Halbfinale vorzustoßen. Aber trotzdem müssen wir ein bisschen den Ball flach halten. Deutschland im Viertelfinale, das soll deutlich erfüllt, Günter Netzer. Es gibt den Spruch, also ab jetzt ist irgendwie alles möglich. Wie viel Potenzial hat die Mannschaft, glauben Sie? In der Tat ist schon sehr viel erreicht. Aber wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir uns spielerisch verbessern. Das reicht einfach nicht, um zu den Besten dieser Weltmeisterschaft zu gehören. Unser Potenzial im spielerischen Bereich ist noch nicht ausgeschöpft. Das müssen wir jetzt in den nächsten Spielen abrufen, weil die Gegner, die jetzt kommen, andere Kaliber sind. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir als nächstes die Vereinigten Staaten oder Mexiko schlagen, den Gewinner dieser Begegnung. Welcher wäre uns denn lieber? Lieber wäre uns die USA, weil da hätten wir weniger Probleme mit. Aber das wird leider nicht der Fall sein. Mexiko ist ein Gegner, der sehr, sehr guten technischen Fußball spielt, die Kämpfe recht gut sind. Und man hat es im Spiel in Italien gesehen, dass die Italiener bis aufs Äußerste gefordert wurden, um tatsächlich noch die nächste Runde zu schaffen. Egal gegen wen, egal wann, Hauptsache die deutsche Mannschaft spielt, dann ist auch egal wo reichlich Zeit für Interessenten und egal wie, ist das auch, wie das Ergebnis ausfällt, Hauptsache es kann richtig gefeiert werden, so wie heute in einigen deutschen Städten. Auch wenn beim Anstoß noch nicht alle richtig wach waren, binnen weniger Minuten hatten sich heute Morgen mehrere hundert Menschen im Frankfurter Hauptbahnhof versammelt. Gespannt verfolgten die Fans auf einer Großbildleinwand die Live-Übertragung. Jeder, der irgendwie konnte, nutzte die Gelegenheit, immer mit der Uhr im Blick. Ja, die paar Minuten Aufenthalt jetzt hier in Frankfurt, bis ich wieder zurück nach Kassel fahre, sonst kann ich nicht gucken. Leider nicht. Ich bin auf dem Weg zum Diensttermin ins Ruhrgebiet und habe 5 Minuten Zeit, deswegen gucke ich gerade mal rein. Das ist ein Zufall. Absoluter Zufall. Wie viel Zeit bleibt Ihnen jetzt? Na gut, 25 Minuten noch. Also nutze ich doch die Zeit noch. Bis zum Spielende. Einige hatten sich auch mit Kleinbildfernsehern für ihre Bahnfahrt gerüstet. Großer Jubel dann in der Schlussphase, als klar war, Deutschland ist eine Runde weiter. Erwartungen. Vielleicht kommen wir ins Halbfinale noch ein bisschen weiter. Dann vielleicht, na, haben wir Glück. Endspiel wäre schön. Aber mit dem, was wir erreicht haben, denke ich, dürfen wir auch schon zufrieden sein.
Auch in der Hauptstadt Berlin ausgelassene Stimmung. Lauthals feierten mehrere Tausend den Siegtreffer von Oliver Neville. Nach Spielschluss bejubelten auch in München Fußballbegeisterte den Einzug ins Viertelfinale. Hupende Autos fuhren quer durch die Innenstadt. Vom WM-Fieber befallen, brauchten einige deutsche Fans erstmal eine Abkühlung. Eine kalte Dusche bei strömendem Regen, zwischenzeitlich im wahrsten Sinne des Wortes, gab es für die Mannschaft Dänemarks gegen England. Denn die Engländer gewannen gegen die Dänen mit 3:0. In der Anfangsphase wurde die Mannschaft aus Dänemark überrollt. In der 5. Minute durch Rio Ferdinand sogar der Führungstreffer schon, allerdings unter gütiger Mithilfe des dänischen Torhüters Sørensen. Noch in der ersten Halbzeit erhöhten Michael Owen mit seinem ersten Treffer bei diesem Turnier und Emil Heskey auf 3:0. In der zweiten Halbzeit taten die Engländer nicht mehr als nötig. Die Dänen waren zwar ständig überlegen, das Tor von David Seaman konnten sie aber nicht mehr gefährden. Damit ist für Dänemark die Weltmeisterschaft beendet. Die Engländer stehen als zweites Team nach Deutschland im Viertelfinale und treffen dort auf den Gewinner der Partie, Brasilien gegen Belgien. David, großartiges Ergebnis natürlich für England. Wie war denn die Stimmung in der Kabine? Die war natürlich gut, keine Frage. Wir haben 3:0 gewonnen. Wir haben in der ersten Halbzeit exzellent gespielt, wirklich guten Fußball gespielt. Wir haben gut verteidigt. Und das gilt auch für das ganze Team. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann eigentlich nur noch nach Hause gebracht. Und er hat auch gesagt, der David Beckham, es sind nur noch 3 Spiele bis zum Finale, Günter Netzer. Ist dieses massive Selbstbewusstsein der Engländer berechtigt? Nun, das ist historisch gewachsen bei den Engländern. Im Fußball haben sie auch eine derartige Selbstüberschätzung teilweise an den Tag gelegt, als es wirklich nicht opportun war. Selbstvertrauen ist gut, Überheblichkeit ist ganz schlecht. Schwierigkeiten hatten die Türken bei ihrem Anflug auf Japan. Es gab Turbulenzen und die Maschine sackte laut einer Meldung mehrfach über 100 Meter durch. Es kam sogar zu einem Schwächeanfall von Hasan Şaş, der sofort auf der Maschine noch behandelt werden musste. Sehr gut sehen die Schweden aus in dieser Weltmeisterschaft, aber so richtig gut sieht das dann nicht für die Wirtschaft aus. Das hat zumindest eine Nachrichtenagentur ausgerechnet und ist der Meinung, jedes Mal, wenn Schweden an einem Werktag spielt, dann kostet das die Nation 110 Millionen Euro. In diesem Sinne ist auch klar, warum zum Beispiel die Tagesschau niemals 90 Minuten dauert. Alles Weitere jetzt von Ellen Arnold. Tennisprofi Nicola Kiefer hat beim ATP-Turnier im Westfälischen Halle das Finale erreicht. Er bezwang den an Nummer 2 gesetzten Schweizer Roger Federer mit 4:6, 6:4 und 6:4. Im Endspiel trifft Kiefer morgen auf den Russen Jewgeni Kafelnikov, der ebenfalls in 3 Sätzen den Dänen Kenneth Carlsen besiegte. Die Engländer hatten heute mindestens 2 Gründe zu feiern. Den Sieg ihrer Fußballmannschaft bei der WM und die traditionelle Parade zum Geburtstag der Königin. Überglückliche englische Fußballfans, Londons Trafalgar Square am Nachmittag. Viele suchten ein wenig Abkühlung nach dem aufregenden WM-Sieg ihrer Mannschaft über Dänemark. Partylaune am Schluss dieses ereignisreichen Tages. Nicht ganz so amüsiert wirkte die Queen Stunden zuvor auf Londons riesigem Paradeplatz Horse Guards. Angetreten ihre Leibregimenter. Perfekter Drill, alljährlich vorgeführt zu Ehren des Geburtstages der Königin. Die 76-Jährige wurde zwar im April geboren, aber lässt im Juni feiern, des Wetters wegen. Und heute ging das Kalkül auf. Fehlerfreie Formationen, vor allem für das Orchester, eine Herausforderung. Hoch zu Pferde verfolgte Prinzessin Anne das prächtige Spektakel. 8000 geladene Gäste saßen auf den Tribünen, darunter Premier Tony Blair und Ehefrau Cherie. Trooping the Colour bedeutet, die Fahne der Königin zu präsentieren. In diesem Jahr stellte das Scots Guards Regiment den Fahnenträger. Die Queen, Garantin vieler Traditionen, auch derjenigen verdiente Untertanen zu ehren. Sie will den Chef der Rolling Stones zum Ritter schlagen. Altrocker Mick Jagger heißt fortan Sir Mick und wird bereits kräftig gehänselt. Ich muss das hinnehmen. Die Leute fallen auf die Knie, zücken Plastikschwerter und sowas. Die Queen wird ein echtes Schwert nehmen, wenn sie Jagger in den Ritterstand erhebt. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Die Lottozahlen 5, 16, 23, 36, 37, 39, Zusatzzahl 17, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 1,
3, 4, 0, 6, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 9, 6, 6, 4, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Juni. Der Norden und die Mitte Europas liegen immer noch unter Wolken. Aber das Alpenhoch gewinnt wieder an Kraft und kann die Wolken langsam aus Deutschland vertreiben. Richtig sonnig wird es allerdings erst in der neuen Woche. Heute Nacht bleibt es meist wolkig. Im Osten und Süden gibt es auch noch kräftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit stürmischen Windböen. Auch der Tag beginnt in vielen Regionen wolkenverhangen. Gewittrige Schauer vor allem südlich des Mains, aber auch im Norden fallen gelegentlich Regentropfen, während es in der Mitte immer freundlicher wird. Am Sonntag bläst ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Westwind. Heute Nacht milde 11 bis 17, am Oberrhein bis 18 Grad. Dort morgen bis 30 Grad, sonst 25 bis 28, im Norden 20 bis 24 und auf den nordfriesischen Inseln 19 Grad. In der neuen Woche wird es sonnig und heiß, vorausgesetzt das Alpenhoch bleibt uns treu. Auch am Mittwoch viel Sonne bei 22 bis 33 Grad. Im Westen können sich allerdings schon wieder Gewitter entladen.